Liebe Börsianer, unser heutiges Thema heißt die beste Strategie zum langfristigen Vermögensaufbau mit Aktien. Das Schöne ist, mittlerweile habe ich so viel Erfahrung, praktisch, theoretisch, dass ich diese Aussage treffen möchte. Die beste Strategie zum langfristigen Vermögensaufbau mit Aktien. Was ist denn die beste Strategie? Darüber werden wir heute sprechen. Dann, für viele mag interessant sein, woher habe ich mein Wissen eigentlich? Wenn ich mich jetzt herstelle und sage, ich spreche über die beste Strategie, die es bei Aktien gibt, dann muss ich ja relativ viel wissen. Meine Quellen des Wissens von meiner Ausbildung bin ich Diplom-Volkswirt und habe darum gelernt, auch die ganzen wissenschaftlichen Paper zu lesen, die es über Investment, über Investieren gibt. Habe mich auch während meines Studiums sehr intensiv damit beschäftigt. Eine schöne Quelle sind natürlich auch immer die neuen wissenschaftlichen Publikationen, die auf den Markt kommen. Und zwar nicht erst dann, wenn sie in irgendeinem bekannten Journal waren, sondern schon die Working Paper, die gerade aktiv diskutiert werden. Ein sehr schönes Working Paper war zum Beispiel Quality minus Junk, das sehr anschaulich herausgearbeitet hat, warum Qualitätsfaktoren eine bessere Rendite bringen und das auch empirisch belegt hat, dass wenn man zum Beispiel ein Portfolio baut aus Qualitätstiteln, indem man long geht und man geht short in Junk-Aktien, in schrecklichen Aktien mit schlechten Bilanzqualitäten und so weiter, dass das oder das Qualitätstitel eine deutlich bessere Performance haben. Das ist eine Quelle meines Wissens. Eine andere Quelle meines Wissens sind natürlich Bücher. Ein sehr gutes Buch, das sich mit dem Thema systematisches Investieren beschäftigt, ist What Works on Wall Street. Dann eine weitere wichtige Quelle meines Wissens, vermutlich fast schon eine meiner wichtigsten Quellen, ist unser eigenes Trader Fox Research, das wir in den letzten 3 Jahren etabliert haben. Wir haben vor drei Jahren ein neues Geschäftsfeld bei TraderFox aufgemacht. Es geht um die Entwicklung von Indexkonzepten. Und diese Indexkonzepte, die haben wir dann natürlich erstmal 2 Jahre geforscht, theoretisch, praktisch, haben Backtests gemacht, haben sehr viel Verständnis uns erarbeitet, was an der Börse funktioniert und was nicht funktioniert. Und dieses eigene Trader Research ist bei mir natürlich auch eine wichtige Quelle meines Wissens. Dann, was ist wichtig zu verstehen, wenn Sie sich an der Börse beschäftigen als Anleger? Wichtig zu verstehen ist, dass Sie als Anleger vom Zinseszins profitieren sollten. Man kann vom Zinseszins nur profitieren mit Buy and Hold. Dazu gleich. Schauen wir uns zunächst mal an, wie der Zinseszins wirkt. Ich bin hier auf Quix.capital, habe einen Sparrechner vor mir. Ich habe ein Startkapital von 10.000 Euro. Ich spare monatlich 1.000 Euro. Dann berechne ich bei 15% Rendite mal die Kapitalkurve. Und was wir hier sehen, ist, dass der Zinseszins eine exponentielle Wirkung entfacht. Es fällt Menschen schwer, exponentiell zu denken, weil es zu unvorstellbaren Größenordnungen führt. Zinseszinsrenditen führen zu dieser exponentiell ansteigenden Kurve. Und so kann es sein, dass ein Warren Buffett innerhalb eines Lebens, innerhalb von 60 Jahren, zu einem der reichsten Menschen der Erde aufsteigt, nur mit Investments, weil er von diesem Zinseszinseffekt sehr entschieden und zielstrebig profitiert hat. Wenige Menschen tun das. Vor allem auch wenige Familiendynastien tun das. Und das ist ja eine der erstaunlichen Erkenntnisse, dass das Wissen über diesen Zinseszins, wie man von ihm profitieren kann, nicht sehr verbreitet ist, nicht weit verbreitet. In der Liste der reichsten Menschen sind heute nicht mehr die Rockefellers ganz oben wie noch vor 100 Jahren. In der Liste der reichsten Menschen sind auch nicht mehr die Fuggers ganz oben oder die Rothschilds. Die sind alle in der Bedeutungslosigkeit, das ist vielleicht übertrieben gesagt, aber in der relativen Bedeutungslosigkeit
verschwunden, weil sie es nicht geschafft haben, ihr Familienvermögen über Generationen zu transportieren. Von diesem Zinseszinseffekt profitiert man eigentlich nur mit einer Buy-and-Hold-Strategie. Und warum das so ist, ein ganz wichtiger Grund ist die Steuerlast. Wenn ich ein normaler Anleger bin, ich habe 100.000 Euro investiert, ich habe 100.000 Euro Gewinn gemacht und ich verkaufe meine Position, dann werden 25% Steuern etwa darauf fällig. Sprich, von meinem Gewinn 100.000 Euro gehen 25.000 Euro weg. Das mache ich nächstes Jahr wieder und ein Jahr drauf später wieder. Und dann schmälern diese ständigen Verkäufe mit Gewinn, schmälern meine Rendite enorm, weil mir ständig diese Steuern abgezogen werden. Warren Buffett hat zum Beispiel eine Coca-Cola schon seit immer und Ewigkeiten in sein Portfolio von Berkshire Hathaway drin. Warum verkauft er nicht meine Coca-Cola, wo er doch sagt, dass die Aktie jetzt vielleicht nicht mehr ganz das große Potenzial hat für zweistellige Renditen? Weil dann in seiner Firma eine gewaltige Steuerzahlung fällig würde. Coca-Cola ist immer noch drin mit dem Anschaffungspreis, den er damals bezahlt hat vor 30, 40 Jahren. Wenn er heute seine Coca-Cola-Beteiligung verkaufen würde, dann würden die Steuern fällig. Und so hat Warren Buffett realisiert, dass wenn er die Aktien einfach hält, dass er dann mit dem vollen Investitionsgrad von dem Gewinn der Firma profitieren kann, von Dividendenzahlungen profitieren kann, ohne auf diesen Zinseszinseffekt verzichten zu müssen. Und das müssen Sie, wenn es um die beste Strategie geht, erst einmal verstanden haben. Dass die beste Strategie für Anleger darum zwangsläufig eine Buy-and-Hold-Strategie ist. Wir müssen die Suche nach der besten Strategie also so formulieren. Wir brauchen einen Ansatz, der uns Aktien kaufen lässt auf Sicht von 10, 20, 30 Jahren, ohne dass wir Angst haben müssen, dass uns das Investment auf dem Weg dorthin, ja, dass die Firma pleite geht, dass sie ihre Wettbewerbsstellung verliert, dass die Firma einfach weiter wächst. Diese sicherzustellen ist das Hauptaugenmerk. Nochmal wichtig zu verstehen ist, dass Investieren im Jahr 2016 komplett neue Möglichkeiten bietet. Wir können es ein bisschen Warren Buffett gleich tun. Warum? Der normale Mensch, diese ganzen Serverschränke sollen in meinem Beispiel jetzt für die Gesamtmenge der verfügbaren Informationen stehen. Der normale Mensch kann nur einen ganz kleinen Bruchteil dieser Informationen auswerten und aufnehmen und auswerten. Einer der Erfolgsfaktoren von Warren Buffett zum Beispiel war auch, dass er den ganzen Tag gelesen hat und dass es Warren Buffett zum Beispiel geschafft hat, eine solche gigantische Informationsmenge aufzunehmen. Aber das kann ein Warren Buffett machen, der den ganzen Tag Spaß daran hat zu lesen, 10 Stunden Bilanzen zu lesen. Das kann kein normaler Mensch machen. Aber mit Hilfe eines Computers können wir die Informationen, die wir auswerten, können wir deutlich sogar extremst erhöhen. Und das führt dann zu folgendem Vorteil, und das kann nur der Computer, dass ich aus 5.000 amerikanischen Aktien zum Beispiel die 20 besten Burggraben-Aktien finden kann. Das hat vor 40 Jahren nur Warren Buffett gekonnt, weil normale Menschen nur so viel Informationen verarbeitet haben. Heute kann das theoretisch jeder. Wir haben also gewaltige Vorteile des softwaregestützten Investierens und diese sollten wir auch nutzen. Jetzt ist das Prinzip 1 oder die erfolgsreichste Strategie Nummer 1, insgesamt gibt es 3, dann ganz einfach formuliert: Sammeln Sie Burggrabenaktien so wie andere Panini-Bilder sammeln. Und nutzen Sie die Stärke der softwaregestützten Aktiensuche. Die Menschen sammeln oft gerne. Früher haben sie Briefmarken gesammelt, dann haben sie eine Zeit lang VHS-Videos gesammelt. Heute sammeln sie vielleicht Panini-Sticker
oder andere Dinge. Die wenigsten Menschen sammeln Burggrabenaktien. Wenn Sie ein kluger Mensch sind und Ihr 18. Lebensjahr erreichen, dann fangen Sie an mit Burggrabenaktien sammeln. Meine Kinder werden ab ihrem 12. Geburtstag, werden sie jeweils an ihrem Geburtstag die Entscheidung treffen dürfen, welche Burggrabenaktie sie investieren wollen. Dann gehe ich mit meinen Kindern verschiedene Unternehmen durch, erkläre denen, was diese Firmen machen, womit sie ihr Geld verdienen. Und dann dürfen meine Kinder da selber die Entscheidungen treffen, in welches Geld sie die Aktien investieren wollen. Das erste Mal am 12. Geburtstag. Warum? Weil ich glaube, dass man diese Erfahrung, wie mächtig der Zinseszinseffekt sein kann, die Erfahrung, dass Dividenden auf das Konto fließen, die sollte man so früh wie möglich machen. Denn sobald man diese Erfahrung einmal gemacht hat, dann wird man wirklich dahin kommen können, dass man anfängt, Burggrabenaktien zu sammeln. Freuen Sie sich jedes Jahr, jedes Halbjahr darauf, dass Sie sich eine neue Burggrabenaktie aussuchen und in diese für immer und ewig investieren. Wie man einen Burggraben identifiziert, darüber habe ich ein Webinar bei YouTube neulich eingestellt. Ich sage mal die drei wichtigsten Faktoren quantitativ. Burggrabenfirmen wachsen im Umsatz schneller als ihre Konkurrenz. So kristallisieren sich Wettbewerbsvorteile heraus. Burggrabenfirmen haben höhere Kapitalrenditen als ihre Konkurrenz. Auch das ist ein schöner Hinweis auf Wettbewerbsvorteile. Burggrabenfirmen können planbar wachsen. Die Wachstumsraten sind konstant und die Gewinnmargen sind stabil. Wenn Sie eine solche Burggrabenaktie gefunden haben, dann ist das Schöne, müssen Sie über die Bewertung gar nicht groß nachdenken, denn sie ist wenig relevant. Firmen, die auf Sicht von 20 Jahren wachsen, profitieren genau von diesem exponentiellen Effekt. Und ob die Aktie heute ein KGV von 20 oder ein KGV von 25 hat, ist komplett irrelevant. Sofern meine Auswahl richtig war, dass es sich um eine Burggrabenfirma handelt, sprich um ein Unternehmen mit einem kaum angreifbaren Geschäftsmodell. Ich muss mal schauen, ich werde gerade im Chat gefragt, wo dieses Video ist, wo man dieses Video findet, das sich ganz explizit mit dem Burggraben beschäftigt und wie man ihn identifizieren kann. Ich suche das mal schnell, dann stelle ich Ihnen den Link ein. So, ich bin bei YouTube. Ich suche nach Burggraben und TraderFox, genau. Investorenakademie 4 von 4, so findet man Burggrabenaktien. Diesen Link, den kopiere ich kurz, stelle Ihnen den in den Chat rein, dann können Sie sich dieses Webinar auch in aller Ausführlichkeit anschauen. So, Link müsste angekommen sein, ansonsten einfach bei YouTube suchen nach Burggraben und TraderFox. Und was man bei der Bewertung, das Einzige, was man beachten sollte, ist, dass man ein Gefühl dafür hat, dass die Aktie nicht zu den 10% der am teuersten bewerteten Aktien gehört, nach dem KUV-Kriterium und nach dem KGV-Kriterium. Also ein KUV von 10 ist grenzwertig. Das muss man ganz klar sagen. Ein KUV von 5, da kann ich mich bei amerikanischen hochprofitablen Aktien noch sehr wohl fühlen. Ein KGV von 25 kann noch in Ordnung sein. Am liebsten mag ich KGVs zwischen 18 und 20 bei Burggrabenfirmen. Warren Buffett hat übrigens auch die meisten seiner Burggrabenaktien in diesem KGV-Bereich gekauft, um einen KGV von 18 auch schon eine Coca-Cola damals vor 40 Jahren. Achten Sie darauf, dass Sie diese absoluten Spitzen bei Kursumsatzverhältnissen und KGVs, dass Sie diese Aktien meiden. Aber ein KGV von 20, wenn Sie Burggrabenqualitäten identifiziert haben, ist absolut in Ordnung. Und jetzt ist ja meine These, dass Sie Burggrabenaktien sammeln sollten, so wie andere Panini-Bilder sammeln. Und wie geht das? Ich habe das auch angefangen, es macht großen Spaß. Ich zeige Ihnen mal, wie das geht. Ich freue mich immer schon,
jede Woche auf unsere aktuellen Auswertungen im Aktienmagazin, auf unsere aktuellen High-Quality Stocks. So, ich öffne mal die aktuelle Ausgabe. Die aktuelle Ausgabe hatte übrigens 144 Seiten, neuer Rekord. Und daran sehen Sie auch, wie stark wir unser Research immer weiter ausbauen. Im Aktienmagazin stellen wir auch regelmäßig Burggraben-Aktien vor. Wir haben auch ein Realgelddepot und investieren dann direkt in diese Burggraben-Firmen. Wir haben jetzt vor einem halben Jahr angefangen oder vor 7 Monaten, am 7.12. Seitdem wir angefangen haben, ist der DAX um 3% gefallen. Unser Depot hat jetzt schon 8% zugelegt, fast schon 10% auf das investierte Kapital. Also mit unserer Burggraben-Strategie haben wir bis jetzt den Gesamtmarkt deutlich geschlagen. Ja, ich kann auch sagen, welche Burggraben-Aktien wir bis jetzt gekauft haben. Als Burggraben haben wir eine International Flavors identifiziert. Als Burggraben-Firma haben wir eine Factset identifiziert. Und als Burggraben-Firma, Achtung, Achtung, haben wir auch eine Bechtle identifiziert. Und diese Aktien sind hier auch schon deutlich gestiegen. Und nächste Woche kaufen wir übrigens eine weitere Burggrabenfirma. Wenn Sie Kunde von Aktien sind, dann können Sie sehen, welche Burggrabenfirma wir nächste Woche uns dazu kaufen. Aber ich war ja dabei, auf das High Quality Stocks Ranking schon jede Woche freue, weil da sind diese Aktien drin mit Burggrabeneigenschaften. High Quality Stocks USA. Das sind diese Aktien, die die Burggraben-Eigenschaften am besten abdecken. Und Sie wissen ja, weil ich das in jedem Webinar erzähle, dass ich schon vor, als wir dieses Ranking angefangen haben, war Jack Henry ganz oben vor fast schon 2 Jahren und ich habe dann in Jack Henry investiert. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie ich damals meine Research gemacht habe. Mein Research über diese Aktien, die ich hier finde in der Liste, geht eigentlich immer gleich. Und ich möchte gar nicht sagen, dass es die beste Seite dafür ist, aber ich habe mich einfach an diese Seite gewöhnt. Und zwar an die Seite von money.msn.com. Gebe sie am besten ein, hier money.msn.com. Hier. Moment. Jetzt starte ich wieder meine ganze Software, weil ich mich verklicke, will ich doch gar nicht. So, close to. Okay, also. Nein. Hier, dann gehe ich, dann sehe ich hier einen Jack Henry. Ich bin auf money.msn.com, gebe das Kürzel ein, Jack Henry, und mache mich mit einer Firma folgendermaßen vertraut. Ich schaue mir zum ersten den Chart an. Was möchte ich sehen? Ich möchte einen Chartverlauf sehen, der eine geringe Volatilität hat. Ich möchte einen Chartverlauf sehen, der sehr gleichmäßig ist. Das ist ein sehr wichtiger Qualitätsfaktor, den man im Chartbildschirm ablesen kann. Und das ist übrigens gerade eine der verblüffendsten Anomalien, die wir herausgefunden haben. Und jetzt empfehle ich jedem, sehr gut zuzuhören. Sie können Ihre Rendite allein dadurch steigern, indem Sie auf die Blue Chips mit den geringsten Volatilitäten setzen. Das senkt sowohl die Schwankungsbreite im Depot, aber erhöht auch gleichzeitig die Rendite. Vermeintlich eine Anomalie, aber nur vermeintlich. Warum? Und es ist jetzt eine wissenschaftliche Arbeit, die ich bald veröffentlichen werde. Warum nur vermeintlich? Weil aus meiner Sicht der Volatilitätsbegriff kein Risikomaßstab ist, obwohl es in den Lehrbüchern so lange Zeit behauptet wird, weil die Volatilität keine Richtung kennt. Und dafür möchte ich Ihnen noch ein Beispiel zeigen. Volatilität der Renditen. Eine Volatilität ist dann gering, wenn die Renditen nicht stark voneinander abweichen. Das kann zum Beispiel sein bei einer Nvidia, die ja diese schöne Anstiegsphase hatte.
Nvidia hat sich verdoppelt, hat extrem hohe Kurssteigerungen erzielt. Hier, das war ja der bekannte Pivotal Point. Die Volatilität ist extrem gering. Wir haben eine Aktie, die sich verdoppelt und die Volatilität ist gering. Genauso kann es auch in die andere Richtung gehen. Bei Firmen, die konstant schlecht sind und die ständig verlieren, die kontinuierlich nach unten laufen, die können unter ganz geringer Volatilität nach unten laufen. Und darum ist die Volatilität kein geeigneter Risikomaßstab, weil es überhaupt keine Aussage darüber trifft, in welche Richtung sich eine Aktie bewegt. Und was ist die Volatilität dann, wenn es kein Risikofaktor ist? Die Volatilität ist ein Qualitätsfaktor, die die Qualität von Aktien die Volatilität ist ein Qualitätsfaktor, der sich in den Kursen, in den Chartbildern manifestiert. Und darum, wenn Sie sich auf die Suche nach Burggrabenaktien machen, ist der erste Schritt, suchen Sie sich hier bei der computergestützten Suche aus den 100 besten Qualitätsfirmen der USA eine raus. Ich habe das jetzt mit Jack Henry getan und schauen Sie sich dann erstmal den 5-Jahres-Chart an. Und hier möchte ich sehen, dass die Volatilität gering ist, dass der Anstieg gleichmäßig verläuft. Ganz klare Selektionskriterium. Als nächstes gehen Sie bitte auf Financials. Und was wollen wir hier sehen? Und das ist das, was die softwaregestützte Suche für Sie auch erledigt. Sie werden hier ganz bevorzugt Aktien finden mit stabilen Umsatz- und Gewinnwachstum. Hier möchte ich sehen, dass diese Stabilität beim Umsatz- und Gewinnwachstum vorhanden ist. Ein ganz gleichmäßiges und hochprofitables Wachstum, das deutet auf einen Burggraben hin. Als nächstes gehe ich zu Analysis und schaue mir die Nettogewinnmarge an und das Return on Equity und Return on Assets. Das sollte hoch sein und über dem Branchendurchschnitt liegen. Auch das sind wichtige Burggrabenfaktoren, vor allem die Nettogewinnmarge. Dann schaue ich mir das KGV an, das geschätzte für die nächsten 12 Monate, für die nächsten 4 Quartale. Es liegt hier bei 28. Ich würde jetzt nicht mehr unbedingt eine Position aufbauen. Ich hätte gerne, dass die Aktie ein KGV von unter 25 hat. Als ich Jack Henry kaufte, war das KGV bei 18, 19. Das war perfekt. Und so können Sie mit Ihren Forschungen fortfahren. Als nächstes schaue ich mir dann noch die Company an, was macht die Firma, gehe dann auf die Website und versuche das Geschäftsmodell zu verstehen. Ich möchte ein Geschäftsmodell haben, das schwer angreifbar ist, das von der Konkurrenz nicht einfach kopiert werden kann. Und Jack Henry hat so diesen klassischen SAP-Burggraben. Die bauen für die Banken zum Beispiel die ganze IT-Infrastruktursysteme, über die Transaktionen abgewickelt werden können. Wenn eine Bank mal bei Jack Henry ist, kommt sie von denen doch nicht mehr los. Wenn alle Transaktionen über Jack Henry IT-Systeme laufen, dann kann die Bank auf Jack Henry nicht mehr verzichten. Wenn alle Banken Jack Henry haben, kommen zudem noch Netzwerkeffekte ins Spiel. Und das ist auch wieder ein Faktor, der auf einen Burggraben hindert, diese Netzwerkeffekte. Weil, wenn die Citigroup mit der Deutschen Bank kommunizieren möchte und beide verwenden eine Jack Henry IT-Plattform, dann ist das einfach. Dann ist man sehr schnell angeschlossen, weil alle über die gleichen Software-Systeme kommunizieren. Also hat Jack Henry ganz, ganz viele Burggrabeneigenschaften gehabt und solche Aktien sammle ich dann, wie andere Panini-Bilder sammeln. Und das ist mein Vorschlag an Sie. Machen Sie das jede halbe Jahr. Versuchen Sie jedes halbe Jahr ein bisschen Geld zu sparen, 3.000 Euro, 5.000 Euro. Gehen Sie dann auf unsere High-Quality-Stocks USA, suchen Sie sich eine Firma aus. Ich mache das jetzt zum Beispiel mit FactSet Research. So, FDS ist das Kürze. FDS, FactSet Research. Machen wir nochmal den
Bewertungsprozess gemeinsam. Ich schaue mir den 5-Jahres-Chart an. Ich erkenne einen schönen Anstieg, ein bisschen volatiler als bei Jack Henry. Dann schaue ich mir die Financials an. Ich erkenne einen konstant wachsenden Umsatz, einen hochprofitablen Umsatz. Nettogewinnmarge 23%, Return on Equity 47%. Die erfüllen die Burggrabeneigenschaften perfekt. KGV 25 wäre noch grünes Licht. Dann schaue ich mir an, was die Firma so macht. Und wenn mir das gefällt, bei Factset hat es mir auch gefallen, investiere ich in diese Firma. Dann sammle ich diese Burggrabenaktie wie andere Panini-Bilder sammeln. Und nochmal, der Burggraben ist so wichtig, weil Burggraben bedeutet, dass diese Firma mit höchster Wahrscheinlichkeit in den nächsten 10 bis 20 Jahren wachsen wird und dann auf einmal beginnen diese exponentiellen Effekte, diese Zinseszinseffekte so richtig zu greifen. Und so ist Warren Buffett zum reichsten Menschen der Welt geworden. Fast zum reichsten Menschen der Welt geworden. Ja, und warum macht das nicht jeder? Weil diese softwaregestützte Suche, diese 5000 US-Aktien, das ist eine Sache, die haben wir erst so richtig erfunden bei TraderFox. Wir haben das an den deutschen Markt gebracht im Aktienmagazin. Wir haben ein Magazin gegründet über das systematische Investieren, wo der Computer genau nach diesem Prinzip die besten Aktien herausfiltert. Und dann bekommen Sie von uns Listen präsentiert und können sich, und Sie müssen dann keine 5000 Aktien anschauen. Es reicht, wenn Sie sich die 20, 30, 40 besten Burggrabenaktien nach den quantitativen Kriterien anschauen. Wenn Sie sich die Arbeit einfach machen wollen oder nicht, oder sich nicht die Suche nicht zutrauen, dann ist eine weitere Alternative unser Burggrabenindex. Wir haben zwei Indizes, die auf den Burggraben basieren. Einmal den High Quality Stocks USA. Dieser Index setzt auf die 20 besten Burggrabenaktien rein nach Qualitätskriterien. Schauen wir mal da rein, welche Aktien da drin sind. Das sind die Aktien, die wir uns gerade eben angeschaut haben, wie Jack Henry, wie eine Factset sind in diesem Index vertreten. Die 20 besten Burggrabenfirmen noch gestreut über Branchen. Die sind im Index drin. Bei unserem Backtest hat der pro Jahr 13% gemacht, dieser Burggrabenindex. Seit der Börsennotiz am 16. Juli 2015, also seit etwas mehr als einem Jahr, hat er 13,8% zugelegt. Dann haben wir noch den TraderFox High Quality Alpha Selection. Dieser Index hat auch diese Liste der Burggrabenfirmen zugrunde, die wir gesehen haben. Er sucht sich aber da nur die heraus, die nicht zu den teuersten Bewerteten gehören. Oder anders formuliert, die am teuersten bewerteten Burggrabenaktien werden rausgeschnitten. Die werden, die kommen für diesen Index nicht in Frage. Und indem wir auf die am teuersten bewerteten Burggrabenaktien verzichten, haben wir einen sehr schönen Boost bei der Performance gehabt. In unserem Backtest hat dieser Index eine durchschnittliche Jahresrendite von 15,8% gehabt. Übrigens bei einem deutlich geringeren Risiko als am Gesamtmarkt. Und das Schöne, seit der Börsennotiz, dieser Index ist live seit dem 28.08.2015. Er hat seinen ersten Geburtstag quasi gefeiert. Am Sonntag hat eine Rendite von 19,5% gebracht. 19,5% Rendite. Und das ist eine Outperformance. Ich habe am Sonntag nochmal gerechnet. Das ist eine Outperformance im Vergleich zum DAX von 16%, etwa 16%. Der DAX hat im gleichen Zeitraum nur 2,7% zugelegt. Der S&P 500 hat im gleichen Zeitraum nur etwa 9% zugelegt. Sprich, wir haben alle anderen Indizes mit diesem Burggrabenindex weltweit deklassiert. Anders kann man das nicht formulieren.
Wenn Sie einen besseren Index kennen in den letzten 12 Monaten, schicken Sie ihn mir. Ich kenne keinen. Ich habe keinen Leitindex gefunden, keinen bekannten Leitindex, der besser abgeschnitten hat als unser TradeFox High Quality Alpha Selection. Und das ist dann im Endeffekt so die dritte Möglichkeit, die man hat. Man kann auf diesen Burggraben-Index setzen, wenn man die Aktie nicht selber aussuchen will. Der Computer macht für Sie hier die Arbeit 100% regelbasiert. Und Sie finden auf der Seite von Quix.Capital immer die aktuellen Aktien, die in diesem Index drin sind. Hier. Diese 12 Aktien sind aktuell in diesem Index drin. Und hier hat man übrigens sehr schön gesehen, wie dieses Bewertungskriterium funktioniert. Bis zur letzten Umschichtung war eine Jack Henry noch im Index. Dann ist die Jack Henry Aktie gestiegen. Über die hohe Bewertung ist sie aus dem Index rausgeflogen und es kamen Aktien rein, die günstiger bewertet waren. Wie eine Toro Company zum Beispiel. Jetzt schauen wir mal, wie sich Toro entwickelt hat seitdem. Und Sie sehen hier, die Aktie hat einen gewaltigen Satz nach oben gemacht hier. Seit der neuen Indexaufnahme, Jack Henry raus, Toro rein, ist diese Aktie extrem schön gestiegen. Dieses Thema Burggraben und Burggraben-Index ist für uns Investoren sehr interessant. Und die zweite beste Strategie, die ich Ihnen aber noch präsentieren wollte, ist die Dividendenanomalie. Ich spreche hier von einer Anomalie, weil Blue-Chip-Dividendenaktien ein deutlich geringeres Risiko haben seit 60 Jahren. Die Untersuchungen, die ich kenne, zeigen, dass wir seit 60 Jahren bei Blue-Chip-Dividendenaktien ein deutlich geringeres Risiko haben. Das hat auch unser Backtest gezeigt. Ein Drawdown, der 19% auch während der Finanzkrise geringer war als im S&P 500. Selbst im Jahr der heftigsten Finanzkrise, 2008, hat dieser Dividendenindex nur 16,4% verloren. Und 2009 hat er sich sofort wieder dynamisch erholt. Diese Sicherheit, dieses geringe Risiko, fällt mit einer Rendite zusammen in unserem Backtest von 13,46%. Und jetzt halten Sie sich fest. Seit Börsennotiz am 2. Oktober 2015, vor 11 Monaten, hat dieser Index plus 23,59% zugedeckt. In 11 Monaten plus 23,59% der TradeFox Dividenden Champions Defensive Index. Sie sehen hier, was für Aktien drin sind. Wir haben hier einen Thomson Reuters drin, wir haben hier Travelers drin, einen großen Versicherungskonzern, wir haben eine McDonald's drin, große amerikanische Blue-Chip-Aktien. Und wie kommt diese gute Performance zustande? Einer der wichtigen Faktoren sind die Umschichtungen. Dieser Dividendenindex wird alle 3 Monate umgeschichtet. Von welchem Effekt profitiert man dann? Hier, Umschichtungsintervall 3 Monate. Man profitiert dann von dem Effekt, dass eine Aktie, die steigt, Coca-Cola war zum Beispiel im Index zuletzt drin. Coca-Cola war dann gestiegen. Die Dividendenrendite, die adjustierte Dividendenrendite von Coca-Cola ist gefallen. Gleichzeitig hat eine andere Aktie wie Travelers, hat im Kurs korrigiert. Die Dividendenrendite von Travelers ist gestiegen und dadurch wurde quasi eine Aktie mit niedriger Dividendenrendite ausgetauscht durch eine Aktie mit höherer Dividendenrendite. Und dieser Mean Reversion Effekt, dass sich Aktien, die stark verlieren, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wieder erholen, die trifft bei amerikanischen Blue-Chip-Aktien wirklich sehr konsequent zu. Man muss hier vorsichtig sein. An diesem Mean-Reversion-Effekt verbrennen sich viele Börsianer und Trader die Finger, wenn sie versuchen, bei Wachstumsaktien auf Mean-Reversion zu setzen. Das klappt überhaupt nicht. Bei Wachstumsaktien,
die Schlussfolgerung aufzustellen, die Aktie ist jetzt mal 20% gefallen, man kann jetzt gut einsteigen. Diese Schlussfolgerung ist bei Wachstumsaktien absolut falsch. Bei Blue-Chip-Dividendenaktien, die im Dow Jones zum Beispiel drin sind, eine Travelers, eine McDonald's, ist aber diese Schlussfolgerung, das ergeben unsere Untersuchungen, durchaus richtig. Und das führt dazu, dass dieser Index dann eine McDonald's kauft, wenn die Dividendenrendite wieder hoch ist und dann vielleicht die McDonald's wieder abgibt, wenn die Aktie mal gestiegen ist und durch eine andere hochkapitalisierte Blue-Chip-Aktie austauscht, die jetzt wieder eine höhere Dividendenrendite hat. Ein solcher Index hat natürlich auch einen Steuerstundungseffekt. Das heißt, die Steuerbelastung, wenn der Indexanbieter umschichten muss oder wenn eine Bank, die ein Produkt auf diesen Index anbietet, wenn die den Index umschichten, dann haben die eine deutlich geringere Steuerbelastung, als wenn ich als privater Investor jetzt eine Aktie mit Gewinn verkaufe. Alle Dividenden fließen in diesen Index wieder rein und dadurch hat man diesen schönen Steuerstundungseffekt, der auch dazu führt, dass man von diesem Zinseszins, von diesem mächtigen Zinseszinseffekt profitieren kann. Liebe Investoren, das waren meine drei besten Strategien zum langfristigen Vermögensaufbau mit Aktien. Sammeln Sie Burggrabenfirmen, machen Sie es sich zum Hobby, sammeln Sie schöne Indexkonzepte und lassen Sie diese für lange, lange Zeit liegen. Dann profitieren Sie irgendwann vom Zinseszinseffekt. Und wenn es Ihnen Spaß macht, machen Sie es für Ihre Kinder. Die werden Ihnen dankbar sein. Ich wünschte mir heute, meine Eltern hätten vor 30 Jahren damit angefangen. Vermutlich wünschen sie sich das auch. Und ich denke, und es erfüllt mich mit einer gewissen, ja schon Stolz, vorauseilender Stolz, dass ich es auch zu meiner Lebensaufgabe mache, wirklich eine Familiendynastie zu begründen. Ich möchte eine Beteiligungsgesellschaft hinterlassen, in der Burggrabenfirmen schlummern und irgendwann haben meine Kinder, meine Nachfahren, haben eine Beteiligungsgesellschaft mit gigantischen zweistelligen Vermögenswerten drin, weil ich eben von diesem Zinseszinseffekt früh angefangen habe, davon zu profitieren. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, so langfristig zu denken. Mir macht es Spaß. Mir macht es Spaß, irgendwann etwas mal, oder der Gedanke macht mir Spaß, irgendwann einmal etwas hinterlassen zu können. Und in meinem Fall möchte, was ich mal hinterlassen möchte, ist eine Beteiligungsgesellschaft, die voll von Burggrabenunternehmen steckt und die dann hoffentlich sehr stark im Wert angewachsen sind. So, das war's jetzt von meiner Seite. Ich beende jetzt hier die Aufzeichnung und starte jetzt die Fragerunde im Chat.